Wir haben leider für einige Erreger kaum noch wirksame Antibiotika und wir verlieren Tag für Tag Patienten, die wir nicht mehr ausreichend behandeln können. Also wir wissen inzwischen, dass gerade bei den multiresistenten gramnegativen Erregern die meisten Patienten diese Erreger schon mitbringen ins Krankenhaus. Im Krankenhaus kommt natürlich hinzu, dass dort auch Antibiotika gegeben werden, also dass es zu einer zusätzlichen Selektion kommt. Und was besonders relevant in diesem Zusammenhang ist, in den Krankenhäusern muss invasive Therapie bei vielen Patienten gemacht werden. Das heißt, die Patienten kriegen einen Gefäßkatheter, einen Harnwegkatheter oder andere invasive Maßnahmen. Und das da führt dazu, dass diese multiresistenten Erreger zum Beispiel aus dem Darm oder von der Haut in Körperbereiche gelangen, wo sie nicht hingehören und wo sie schwere Infektionen machen können. Lungenentzündung, Harnweginfektion, Sepsis.